In Lößnitz kann noch an diesem Wochenende eine große Schnitzausstellung in Augenschein genommen werden. Wir haben bereits mehrfach über die Schau berichtet. Zur Erinnerung, sie findet aus Anlass des 140-jährigen Bestehens des Schnitz- und Bergvereins Lößnitz statt. Am 12. Januar 1879 hatten sich in Lößnitz 22 Schnitzer und Weihnachtsbergbauer zur Gründung zusammengefunden. Heute ist Mario Rudolf der Vereinsvorsitzende. Wir haben ihn zur aktuellen Ausstellung befragt. Die Höhepunkte der Ausstellung sind halt wirklich die Schnitzereien. Angefangen von der Gründung, aus dem Gründungsjahr 1879. Wir haben Figuren dann um 1900, 1920, also bis in die heutige Zeit, ganz moderne Sachen. Bis die letzten Stücken sind kurz vor der Ausstellung 2019 entstanden. Lässt sich mit Blick auf die Figuren aus 140 Jahren generell was über die Vorlieben der Schnitzer feststellen? Man sieht nicht schon von Jahr zu Jahr die Entwicklung, was die Schnitzerei genommen hat. Ja. Früher wurde mehr mit der Hand gearbeitet, mehr kleinere Figuren. Heute haben wir auch größere Figuren. Das sieht man schon. Also aus der Gründerzeit gibt es kaum große Figuren. Die Ausstellung hat eine Dauer von über 4 Wochen und schließt dabei 5 Wochenenden ein. Eine Mammutaufgabe für den Verein, die aber bisher sehr gut gelingt. Was gelingt in dem, also wir haben uns konzentriert auf die Öffnungszeiten, wirklich Donnerstag bis Sonntag. Die Rentner übernehmen die Schichten an den Werktagen und die beruflich tätig sind an den Wochenenden, Samstag und Sonntag. Aber durch wir die Ausstellung auf 3 Etagen haben, brauchen wir da wegen ein bisschen Personal. Es also müssen immer 5, 6 Leute da sein. Aber es klappt. Wir haben gehört, dass der Verein bei seiner Gründung 22 Mitglieder hatte. Wie sieht das in der Gegenwart aus? Also zurzeit hat der Verein 23 Mitglieder und 3 Anwärter, die, denke ich, die wir bald aufnehmen können in den Verein. Wir haben sehr zeitig mit dem Aufbau der Ausstellung begonnen, also unmittelbar in der ersten Januarwoche haben wir angefangen, die Räume hier vorzubereiten, die Vitrinen aufzustellen, die Tische richtig zu stellen, sodass wir halt dann wirklich fertig geworden sind und am 2. Februar haben wir eröffnet. Zu finden ist die Schau in der Lößnitzer Brauerei am Niedergraben, zu erreichen direkt von einem Parkplatz an der B169. Als es darum ging, die Ausstellung auf die Beine zu stellen, konnte sich der Schnitz- und Bergverein Lößnitz auf Partner und Unterstützer verlassen. Natürlich, also besonders die Stadtverwaltung Lößnitz, die haben uns sehr unterstützt. Ja, da gibt es jederzeit einen Anruf genügt und dann fährt halt das Auto von der Stadt ins Tische oder organisieren halt Sachen, die Ausstellung und auch die Bereitstellung der Räume hier. Das ist ja auch wichtig, dass man also zeitig schon hier reinkommt, muss alles umgeplant werden, dass der Stadtrat halt hier nicht mehr tagen könnte hier in dem Saal und so weiter. Also ganz großen Dank an die Stadt von der Seite. Andererseits kann sich die Stadt auch auf den Schnitzverein verlassen. Man trifft doch bestimmt im Stadtgebiet auf die Arbeit der Lößnitzer Schnitzer oder wird nur im Verborgenen gearbeitet? Sowohl als auch. Klar, im stillen Kämmerlein wird geschnitzt, aber das Besondere ist halt wirklich in Lößnitz, seit 1879 gibt es den Verein, zwar als Bergverein gegründet, um große Weihnachtsberge aufzustellen, aber man hat ja immer Figuren gebraucht und es waren auch immer aktive Schnitzer schon jeher im Verein. Es hat sich dann später zum Schnitzverein mehr oder weniger hat sich das gewandelt und das gemeinschaftliche Schnitzen im Schnitzerheim ist schon wichtig und das sieht man auch in den Figuren, ne? Dass doch deswegen der Anspruch da ist, der eine macht sehr gute Figuren und ich möchte auch so schnitzen und dann kann man dann immer fragen, und wie hast denn du das gemacht, und das ist schon eine tolle Entwicklung da im Verein. Und natürlich, der Schnitzverein hat von Anfang an auch Sachen für die Stadt gemacht. Es wurden Wegweiser gemacht für die Stadt, es ist das große Stadtmodell zur 700-Jahr-Feier für die Stadt Lößnitz gemacht worden. Es sind immer wieder Sachen für die Stadt gemacht. Ob das die Pyramide, die auf dem Marktplatz steht, jetzt zum Letzten der große Schwibbogen, den wir unten am Marktplatz drin haben, das ist alles vom Lößnitzer Schnitzverein entstanden für die Stadt. Von zahlreichen Jubiläumsschauen bis zu den Annaberger Schnitzertagen Anfang 2019 gab es eine Vielzahl ähnlicher Veranstaltungen. Warum sollte man ausgerechnet die Lößnitzer Ausstellung besuchen? Wollten wir anschließend vom dortigen Vereinschef Mario Rudolf wissen. In Lößnitz ist schon, sage ich mal, die Wiege der erzgebirgischen Schnitzkunst, ist in Lößnitz. Und von jeher
kommen aus anderen Ortschaften Leute nach Lößnitz und haben in Lößnitz Figuren schnitzen lassen. Die Lößnitzer Figuren sind im ganzen Erzgebirge verbreitet. Man sieht sie immer wieder und auch im Erzgebirge darüber hinaus. Und das Besondere ist oft die Qualität, die in Lößnitz geschnitzt wird. Das merken wir auch, dass die Schnitzvereine, die wir eingeladen haben, über 70 Schnitzvereine haben wir eingeladen, unsere Ausstellung zu besuchen. Und der Großteil war auch wirklich da. Wir sind erstaunt, was wir auf die Beine stellen in Lößnitz. Wer noch nicht in der Ausstellung war, muss sich beeilen. Die Ausstellung ist nur noch bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Wir wollten von einigen, die schon drin waren, wissen, welche Eindrücke sie mit nach Hause nehmen. Wir waren heute schon das zweite Mal. Uns gefällt es sehr gut und es ist nicht meine erste Schnitzausstellung. Ich habe schon in den 50er Jahren schon Ederbrand war. Von da an sicher jede Schnitzausstellung besucht. Ich glaube nicht, dass ich mir eine ausgelassen habe. Also, und auch mehrmals, nicht bis einmal. Das Moderne und das Alte nebeneinander, das ist sehr gut gemacht. Also bis jetzt, was wir mal angeguckt haben, sehr schön. Sehr ausdrucksstark und wunderbar. Also wir müssen erst noch mal fertig weiter gucken. Super Qualität, sehr viele gute Sachen. Ich schnitze nämlich selber auch. Und werden auch immer wieder kommen und nur wünschen, dass der Schnitzverein erhalten bleibt im Erzgebirge. Ja, manchmal sieht man ja gerade, dass die alte Holzkunst manchmal doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber das sieht man hier nicht. Also das ist wirklich gut. In Lößnitz ist der älteste Schnitz- und Bergverein Deutschlands zu Hause. Dessen Schaffen in 140 Jahren ist in der großen Schnitzausstellung erlebbar. Beim Besuch der Schau dürfen Sie sich an den Spruch der Schnitzer erinnern. Aus Holzfiguren zu gestalten, ist unser Glück und war das Glück der Alten.